Hallo liebe Leute hier auf dem Kanal Erbe Leipzig Fanblog. Ja. Wie ihr wisst, ist heute das Spiel gegen Greuther Fürth. Gegen Tabellenschlusslicht. Und hoffen wir, dass wir heute gewinnen. Und dass wir die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Nur das ist kein Selbstläufer, das Spiel, sondern das Spiel ist so geprägt, ja. Dann hoffen wir, dass wir gewinnen. Ich nenne euch die Aufstellung. Also, ich lese euch erst den Text da. In der Abwehr könnte Gvardiol für Simakan oder Angelino zum Zug kommen. Haidaras Einsatz ist wegen einer Prellung fraglich. Die zuletzt verletzten Dani Olmo und Probray stehen noch nicht im Kader. Beide Fürther Bauer kehrten die Innenverteidigung zurück auf der geplante Doppel 6. Könnte anstelle von Christiansen auch Sabai beginnen. Itin ist im Sturm die Alternative zum formschwachen Hokuta. Ja, bei uns in der Aufstellung ist im Tor Gulaschi, Abwehr Mukiele, Simakan, Orban, Angelino, Mittelfeld Konrad Leimer, Kevin Kempe, Kasuni Nkunku und Emil Forsberg, Dominik Szoboszlai und im Sturm André Silva. Bei den Fürthern im Tor ist Marius Funk, dann Abwehr Marco Meierhöfer, Maxime Bauer, Nick Vierkewe, Nestro Willems, Sebastian Griesbeck und im Mittelfeld Max Christiansen, Jamie Leveling, Timothy Tillmann, Jeremy Duciak und im Sturm Hokota. Aber es könnte sich da was ändern. Und im Reserve bei RB Leipzig ist Josep Martinez, Philipp Schauner, Josh Gvardiol, Benjamin Hendricks, Tyler Adams, Amadou Haidara, Alex Moriba, Ben Kleifisch, Sidney Rebiger, Joscha Wosch, Hugo Novoa und Josef Paulsen. Und bei Fiddle im Reserve ist Sascha Buschert, Simon Asta, Amtrua Manabari, Justin Hoogman, Luca Itter, Adrian Fein, Julian Green, Hans-Juno Sabal, Nils Seufert, Dixon Aibiyama, Cedric Itin. Ja, Leute. So ist das mit den Aufstellungen. Und bin mal gespannt, wie wir gegen
gegen die andere, gegen die Tabellenschlusslicht gewinnen. Aber wie gesagt, wenn Vierter auch unten steht, heißt nicht, dass wir gegen die Blocker gewinnen, sondern die werden auch alles geben, dass sie Punkte nach Hause nehmen. Und wir sind im Moment auch sehr formschwach. Und deswegen will ich nicht drauf setzen, dass wir gewinnen, sondern abwarten und Tee trinken. Denn es kann auch den Schuss nach hinten losgehen. Und wir können nur gewinnen, wenn wir hinten gut stehen, das Mittelfeld gut mitarbeitet und Sturm auch Tore schießt. Da können wir gewinnen. Ansonsten wird es schwer. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare. Und ich werde die Fragen auch beantworten. Und mit dem Transfer ist noch nichts geplant. Adeyemi, der wird nicht nach Leipzig wechseln. Und für Dortmund und für Bayern ist er zu teuer. Wird es für uns auch zu Recht zu teuer sein. Und deswegen müssen wir abwarten, was der Transfermarkt so bringt. Das war ein kurzer Livestream von mir und ich wollte euch sagen, ein schönes Wochenende und man sieht sich nach dem Spiel.